Natürlich ist es so, wenn eine Hose wo reibt auf einen Schuh, dann kann das Leder speckig werden. Ja? Das sagt aus. Es schaut dann so aus, es ist einfach matt. Und wenn mir das nicht gefällt, dann muss ich mir einen so einen Lederradierer besorgen. Da kann ich das Leder anradieren und wieder aufrauen. Das ist einfach zum Handhaben. Ich tue da anradieren, schau, und man sieht schon, das Leder wird schon heller. Ja, ja, einmal. Ja, und dann gab es noch was. Ich zeige euch da jetzt nur eine Sache. Entweder ein Lederradierer oder es gibt eine Messingbürsten. Eine Messingbürsten muss ich halt vorsichtiger sein, dass ich das Leder nicht womöglich zu viel, dass ich es gar nicht verletzen tue, beziehungsweise ist, der Schuh ist ja da auch gnad, dass ich die Naht nicht ruiniere, weil sonst geht die Naht auf und das will ich ja nicht. Und da tue ich jetzt mit Gefühl, ja, reibe da drüber und das ist einfach, das geht schnell, ja, und das Speckige ist weg. Jetzt ist es aber wichtig, die Bohren sind jetzt offen vom Leder, jetzt muss ich das wieder imprägnieren, weil wenn ich so rausgegangen bin, dann kommt der Zeit, dass man gleich wieder, dass man schnell nass durchgeht und das will ich auch nicht. Dafür nehme ich jetzt so eine Imprägnierung auf ölige Basis ist das. Die tue ich schütteln, dass sie die ätherischen Ölen vermengen. Jetzt lasse ich ca. 15-20 cm Abstand und sprühe nur da ein bisschen was auf. Das war schon gut. Und jetzt einfach nur mit der Hand einmal drüber wischen. Und das war's. Das Leder, das schaut zwar jetzt dunklich aus, aber das Leder zieht jetzt das Ölige ein und der Schuh ist wieder imprägniert und gepflegt. Und das kann ich jetzt überall machen, wenn ich nur irgendwo einen Stuhl finde, der ist aber eh einwandfrei. Was mache ich, wenn der Schuh anfärbt? Da kann ich euch auch einen Tipp geben. Wenn der Schuh anfärbt, wir wollen ja Leder verarbeiten, die was nicht mit zu viel Chemie behandelt sind. Ja? Und da kann es natürlich sein, dass das Leder leicht anfärbt oder auf der Hose, wo das ist okay. Da ist die Möglichkeit, einfach nur mit einem Haarspray drüber sprühen, mit einem normalen Haarspray, das tut die Farbpigmente ein wenig fixieren und dann ist es leichter. Natürlich muss ich halt da vielleicht, keine Ahnung, ab und zu wieder in einer Woche wieder mal drüber sprühen, aber es wird auf alle Fälle leichter.